Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Das ist es, worauf es ankommt im Beruf der Feuerwehrleute. Denn von ihnen hängen Menschenleben ab. Und hier müssen sie diese Eigenschaften unter Beweis stellen. Der Ultimate Firefighter ist eine der spannendsten Disziplinen der World Police and Fire Games. Feuerwehrleute aus der ganzen Welt liefern sich hier knallharte Zweikämpfe in 4 Disziplinen. Darunter ist auch der deutsche Berufsfeuerwehrmann Florian Domis. Ich gehe hier relativ oft bis an die körperliche Grenze. Kann sich Florian gegen die starke Konkurrenz durchsetzen? Oder wird sein Traum von einer Medaille am Ende platzen? Die World Police and Fire Games sind die Olympischen Spiele für Polizei und Feuerwehr. Es gibt sie seit 1985. Und dieses Jahr in Belfast kämpfen mehr als 7000 Teilnehmer aus 67 Nationen gegeneinander. Einer von ihnen ist Florian Domis aus Darmstadt. Der 30-Jährige nimmt seit 5 Jahren an internationalen Wettkämpfen teil und startet in diesem Jahr erstmals in der Kategorie der 30- bis 34-Jährigen. Also der schönste Erfolg war im letzten Jahr in Sydney. Das war mit dem deutschen Team die Goldmedaille. Mein Ziel heute wäre es einfach, in meiner Altersgruppe unter den besten 3 zu sein. Das wäre dann eine Medaille und ja, das wäre schon ein großartiger Erfolg für mich. Dafür hat er die letzten Monate richtig hart trainiert. Auf jeden Fall 6 Tage die Woche. Bei den 6 Tagen unterscheidet sich es halt. An einem Tag macht man eine Ausdauereinheit, an dem anderen Tag eine Krafteinheit. Ich habe einen Trainer in Deutschland und einen Sportclub in Darmstadt, bei denen ich sehr häufig trainiere, die auch für mich Trainingspläne erstellen. Und das alles neben dem Beruf. Doch die Konkurrenz schläft nicht. 4 harte Disziplinen stehen beim Ultimate Firefighter auf dem Programm, die alle mit dem Feuerwehralltag zu tun haben. Treppen laufen, Leitern stellen, Türen einschlagen und verletzte Personen bergen, das alles wird hier nachgestellt. Der Schnellste ist am Ende der Sieger. Als erstes steht der Turmsprint an. Ein Gerüst mit 6 Stockwerken muss mit schweren Gegenständen bepackt mehrfach erklommen werden. Dazu kommt noch das Gewicht der Kleidung und des Atemschutzgeräts. Florian ist angespannt. Es ist vor jedem Wettkampf eine gewisse Nervosität. Die gehört dazu. Schauen wir mal. Und los geht's. Als erstes muss Florian, der auf der rechten Seite startet, ein 18 Kilogramm schweres Schlauchpaket nach oben transportieren. Das hat gut geklappt. Aber auch sein Konkurrent ist ziemlich schnell. Der zweite Gegenstand ist eine Kettensäge. Ab nach oben in den Korb befördern und dann schnell wieder runter. Das war ein schneller Gegner. Ich hatte zeitweise hinten dran gelegen. Dann hatte ich ihn wieder ein bisschen eingeholt. Ich glaube, am Ende war es Kopf an Kopf. Ich kann jetzt nicht sagen, wer schneller war. Nur wer top in Form ist, hat Chancen auf eine Medaille. Wie wichtig körperliche Leistungsfähigkeit auch im Beruf der Feuerwehrleute ist, weiß Wettkampfkoordinator Adrian McGuinness. Die Menschen erwarten, dass die Rettungskräfte fit sind und ihren Job gut machen. Wir können keine Leute gebrauchen, die bei einem Brandeinsatz nicht in der Lage sind, Personen hochzuheben, sie aus dem Feuer zu ziehen und sie aus gefährlichen Situationen zu retten. Wir müssen darauf bestehen, dass unsere Leute einen Mindeststandard an Kraft und Ausdauer haben. Die brauchen sie auch dringend. Denn in ihrem Job sind sie ständig hohen Gefahren ausgesetzt. Extreme Hitze, Rauchentwicklung. Wer hier nicht topfit ist, hat verloren. Dabei tragen sie nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere. Auch Schnelligkeit ist im Alltag der Feuerwehrleute ein entscheidender Faktor. Wenn der Alarm ertönt, müssen alle in wenigen Sekunden abfahrbereit sein. Denn wenige Augenblicke können im Ernstfall über Leben oder Tod bestimmen. Auch die Ausrüstung muss am Einsatzort in Windeseile angelegt werden. In voller Montur kämpfen die Männer sich die Treppen hoch. Dabei kommt der nächste wichtige Faktor ins Spiel: Kraft. Zur Grundausstattung gehören die Schutzkleidung, der Helm und das Atemschutzgerät mit Maske. Und das wiegt einiges. 25 Kilo, so im Groben meistens.
Dann kommt das, eben das Material noch dazu, was man für den Einsatz braucht. Schläuche, Strahlrohre, was eben anliegt. Kraft ist auch beim zweiten Wettkampf gefragt, beim Schlauchrennen. Mit zwei Schläuchen, von denen jeder um die 30 Kilogramm wiegt, müssen die Feuerwehrmänner zunächst nach vorne stürmen und dann zwei Schlauchbahnen aufrollen, bevor sie wieder ins Ziel kommen. Florian macht sich kurz warm. Vor dem Wettkampf ist dann Konzentration angesagt. Der Start hat gut geklappt. Der 30-Jährige gibt alles. Doch die Disziplinen zehren ganz schön an den Kräften. Er kann das vorgelegte Tempo nicht halten. War schon anstrengender als die erste Station jetzt. Ich war schon von der ersten Station jetzt noch ein bisschen müde, habe ich gemerkt. Ob sich das auch auf die Zeit niederschlägt, wird sich jetzt zeigen. Die ersten Zwischenergebnisse sind da. Ja, sehr, sehr knapp. Also ich bin in der einen Station Zweitbester. Dafür in der anderen Station an fünfter Stelle. Das lässt noch hoffen. Doch Florian darf jetzt nicht nachlassen. Wenn er sich einen Platz auf dem Treppchen sichern will, muss er weiter Gas geben. Am Nachmittag steht beim Ultimate Firefighter der dritte Wettkampf an. Ein weiterer Turmlauf, doch diesmal mit einigen Geschicklichkeitsprüfungen. Wie zum Beispiel ein 18 Kilogramm schweres Schlauchpaket präzise nach oben ziehen oder ein Stahlrohr anbringen. Außerdem muss eine zweiteilige Leiter mit einem Seil aufgestellt und fixiert werden. Davor hat Florian richtig Respekt. Die nächste Station wird sich am Aufstellen der Leiter entscheiden. Das liegt mir jetzt nicht so. Ich habe das nochmal ausprobiert und werde es gleich nochmal probieren. Aber ich glaube, das wird mir schon einige Zeit rauben dann. Dann muss ich schauen, ob ich das irgendwie kompensieren kann. Irgendwie nach oben nochmal Zeit einholen wieder. Der 30-Jährige ist sichtlich angespannt. Hoffentlich hat ihn das Üben nicht zu viel Kraft gekostet. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Hoffentlich klappt der Rest jetzt auch. Es sind mir zwei, drei Missgeschicke passiert, aber das mit der Leiter hat super hingehauen. Ist gleich eingerastet. Ich habe mir ein klein bisschen Zeit gelassen. War okay. Beim Schlauch hochziehen habe ich mich zweimal vergriffen. War auch okay. Ich glaube, es war sehr schnell. Ich war sehr schnell unterwegs. Dann habe ich an dem Strahlrohr, das habe ich an der falschen Stelle anbauen wollen. Aber die hatten da zu viele Anschlüsse. Das war etwas unübersichtlich. Haben diese Fehler Florian am Ende doch zu viel Zeit gekostet? Er landet auf Platz 9. Ich glaube, es wird nicht reichen. Zwischen mir, zwischen dem 9. Platz und dem 1. Platz liegen 3 Sekunden. Also das wird wahrscheinlich in der letzten Station wird's dann wirklich entschieden. Hat der Berufsfeuerwehrmann jetzt überhaupt noch Chancen auf eine Medaille? Alles hängt von der letzten Disziplin ab. Und die wird eine echte Kraftprobe. Ein schwerer Klotz muss mit dem Hammer vorwärts bewegt werden. Dann müssen die Kandidaten einen Parcours durchlaufen und einen 78 Kilo schweren Dummy über die Ziellinie schleppen. Dafür muss Florian jetzt die letzten Kräfte mobilisieren. Jetzt wird es nochmal schwer, weil die Beine jetzt halt mittlerweile nach 3 Stationen müde sind. Es ist schwer, jetzt sich nochmal locker zu machen dafür, aber es muss jetzt einfach nochmal halten. Florian gibt nochmal alles. Er schafft alle Aufgaben ohne größere Probleme und kommt knapp vor seinem Gegner ins Ziel. Der letzte Lauf, der war noch mal sehr intensiv. Ich spüre es jetzt auch in den Beinen. Jetzt ist zum Glück zu Ende, weil mehr wird jetzt nicht mehr gehen. Ich habe versucht, noch mal relativ viel rauszuholen. Die Feuerwehrleute haben alles gegeben.
Doch wer wird am Ende auf dem Treppchen landen? Dann kommt endlich die Liste mit den Gesamtzeiten. Die Liste ist wohl so aufgeführt, dass alle dastehen. Und da stehe ich an Platz 6. Wenn man die Altersgruppen, die stehen nebendran, wenn man die Altersgruppen sieht, da bin ich Dritter. Der Traum von einer Medaille ist zum Greifen nah. In third place, Stuart Knight from the Northern Ireland Fire and Rescue Center. Florian wird nicht aufgerufen. In second place, Julian McGrail from Gibraltar. Die Bronzemedaille erhält ein anderer. Eine Katastrophe. Natürlich super enttäuschend jetzt, die ganze Zeit zu warten. Und die Anspannung ist jetzt halt zwar abgefallen, aber halt auf eine unschöne Art. War sein dritter Platz auf der Liste doch nicht korrekt? Oder wurde bei der Siegerehrung ein Fehler gemacht? Wir haben die Liste auch nochmal durchgeschaut und es war definitiv so, dass ich da auf Platz 3 auch bin. Und das ist jetzt alles sehr konfus hier, also ja, sehr unzufriedenstellend. Sie wollen das jetzt über Nacht nochmal durchchecken. Im Moment ist es enttäuschend und ja, keine Ahnung. Könnt jetzt heilen, könnt jetzt weinen, nicht. Ist der Traum von einer Medaille jetzt endgültig aus? Wir treffen Florian ein paar Tage später und er hat seine Medaille bekommen. Man hat bei der Zeit einen Fehler gemacht. Man hat bei dem anderen Kollegen da einen Zahlendreher eingefügt, was dazu geführt hat, ganz einfach, dass ich von dem dritten Platz verschoben wurde. Jetzt kam, Gott sei Dank, hat man dieses Problem gelöst. Man hat die Zeit noch mal durchgesehen. Sein großer Traum ist doch noch in Erfüllung gegangen. Ende gut, alles gut. Jetzt habe ich meine Medaille. Ich bin froh, bin glücklich und einfach happy.